Hallo, herzlich willkommen bei CryptoTV. Schön, dass ihr wieder mit eingeschaltet habt. Heute haben wir wieder einen Sonntag, kurz vor 14 Uhr. Steht da am Mozartplatz. Hinten versammeln sich ein paar Leute. Und warum? Weil Demonstrationstag ist. So wie schon seit über 3 Jahren. Diesmal ist es wieder so ein Art Demostand. Ihr seht, da vorne auf den Stand laufen steht. Wird aber trotzdem eine kleine Runde demonstrativ durch die Altstadt spaziert. Keine so große Runde. Ist im Grunde immer so nach dem Schema F. Wie beim letzten Mal, die was in meine Videothek reinschauen auf YouTube. Wir sehen, wie es das letzte Woche abgelaufen ist mit dem Demostand. Ist ein bisschen eine neue Idee jetzt zusätzlich mit eingebracht, einen Demostand zu machen. Ja. Gegen was wird wieder demonstriert? Damit die Kommunisten, die fleißig unter meinen Videos kommentieren, mitschreiben können. Es geht um die Neutralität. Das bedeutet, dass wir uns nicht an Kriegen mitbeteiligen, ja? Zwischen Ukraine und Russland. Das heißt Neutralität, indem wir keine Soldaten schicken, indem wir ja, keine Luftwege gewähren für irgendwelche Militärflugzeuge oder auch die Landwege. Das bedeutet auch, dass wir uns nicht irgendwie solidarisch zu irgendwelchen Nazis in der Ukraine dazustehen, gell? Wie der Zelensky, ein freudscher Versprecher, der war schon seit 2014 hunderttausende Ostukrainer auf dem Gewissen hat. Genauso sein Vorgänger, der Schauspieler Zelensky. Ja, ist er erst der zweite in dieser Amtszeit. Ja, na gut. Wir in Österreich haben wir schon 3 Kanzler mittlerweile erlebt, gell? 2 davon ungewählte. Aber naja, es geht auch um die Teuerungen. Ob es jetzt mit Strom oder Miete, aber auch in den Lebensmittelbereich zu tun hat und noch und nöcher. Ja, es geht um das Ermächtigungsgesetz, das was die OHW, dass die Buchstaben rückwärts erachten, weil sonst streikt man YouTube, wenn ich das OHW richtig rum ausspricht. Ja, so schaut's aus. Okay, ich werde heute bei Weitem nicht so intensiv mitfilmen wie das letzte Mal. Das letzte Mal habe ich von Anfang bis Schluss alles aufgezeichnet, was vorgefallen ist. Wie gesagt, ich habe einen normalen Beruf, einen Hauptberuf, der was meine Miete zahlt, weil mein Mediengeschäft, das bringt kein Geld ein, davon kann ich überhaupt nicht leben. Macht mich zwar ja, gesundheitlich etwas fragil, muss jetzt eine Kur machen, schon seit 2 Monaten. Und deswegen möchte ich mir ein bisschen anderen Aufgaben widmen, als wir 8 bis 12 Stunden daheim vom Monitor zu sitzen, um die Filme zu schneiden, damit ich es dann veröffentlichen kann. Ja, also werde ich jetzt halt nur ein bisschen oberflächlich dokumentieren, ich werde zwar bis zum Schluss da bleiben. Genau, so viel mal dazu. Ich möchte vielleicht nur mal erwähnen, Antarian war er da vielleicht zum Helfen. Ich blende da einfach einmal einen Flyer ein, den der Elvis kreiert hat. In der Videobeschreibung drunter sind ein paar Videos verlinkt zur Causa Darian H. Ja, ein Widerständler, der sich als echter Held bewiesen hat und sich zum Beispiel auch ja, nicht von sich, nennen wir sie einfach mal pro forma Polizei, sich nicht alles gefallen hat lassen, in dem Sinne, wenn sie Unrecht getan haben. Es gibt auch genügend Beispiele in meiner Mediathek. Schaut es euch einfach mal an. Es wird jetzt schon aufgestellt für den kleinen Spaziergang. Wie gesagt, dann geht es da weiter für den Demostand. Ja, und somit dann schauen wir, wie es weitergeht. Bis gleich. So, liebe Freunde,
Ja, dann gehen wir mit der Kraft, mit unserer Kraft im Herzen, sorgen wir Salzburg, unsere Kraft und unseren Willen, dass alles sich zum Guten entwickelt, genauso wie man das gerne hätte. Danke, dann legen wir los. Ihr seht, die Menschenmenge ist total unüberschaubar. So viel Leute, da muss man schon mehr zählen können als wie nur bis 10. Und jetzt gehen sie eben da die Runde beim Chiemseehof vorbei, durch die Kaigassen und vermutlich beim Kapitelplatz wieder Richtung Residenzplatz rein. Dann hier weiter zum Demo-Stand. Wie so eine Runde ausschaut, schaut sie in meiner Mediathek rein. Die schaut genauso gleich aus. Ja, die wird heute genauso ausschauen wie eben letzte Woche. Wenn irgendwas Unflätliches passieren sollte, ja, irgendwer Rabauz macht Randale, damit meine ich aber nicht die da, sondern von den Umstehenden, dann werde ich die Kamera wieder mit einschalten. Es ist ja auch eines meiner vielen Aufgaben, die was dann vor Gericht vielen dieser Demonstranten geholfen haben, ihren ihre Unschuld zu beweisen. Naja, wie gesagt, regt euch nicht auf, dass ich da jetzt nicht eine Komplettaufnahme mache. Ich meine, dazu möchte ich vielleicht nur eines sagen, ja. Ich habe auch noch genug anderes zu tun. Wer auf meinen Kanal sich umschaut, der sieht, dass ich ja nicht nur hier meinen Aktivismus betreibe. Gerade der Elvis und ich beweisen ja auf meinem Medienkanal, dass wir auch abseits der Demo an unzähligen Tagen Nebenaktivismus betreiben, ja. Wäre ja mal wünschenswert, wenn das die anderen auch machen würden. Da sprich ich jetzt wirklich von allen. Auf alle Fälle, ich muss auch mal schauen, jetzt wo ich weiterkomme. Und damit meine ich es auch nicht nur psychisch, weil das echt auf die körperliche und geistige Substanz geht. Nein, es geht auch finanziell schon langsam immer bei mir. Ich meine, eins möchte ich euch doch einmal ins Gewissen reden. Gerade die, die was regelmäßig da bei mir reinschauen. Ich finde es klasse, dass es da für ungefähr 50 bis 100 Aufrufe auf meinen Kanal pro Video sorgt. Na okay, aber zumindest, ihr schimpft so alles so, wie die öffentlichen Medien ja, das Falsche, die Unwahrheit sagen. Entweder die Lügenpresse sind oder die Lückenpresse sind. Ja, aber wenn dann zum Beispiel so einer wie ich, der regional der einzige in Salzburg ist, der ein vernünftiges Medienportal betreibt, den seht's dann nicht wirklich, ja. Zum Beispiel einfach mal auch so einen Kanal wie mir unter die Arme zu greifen, damit er bestehen bleiben kann. Weil, wie gesagt, es regt sich auf, dass die öffentlichen Medien so unlauter sind. Aber dann muss man auch zugleich die alternativen Medien, so wie ich einer es bin,
ein bisschen mehr fördern. Und das geht nicht nur mit einem Schulterklopfen, davon kann ich mir gar nichts kaufen. Damit ich das noch professionell weitermachen kann, die Zeit mir dazu nehmen kann. Wie gesagt, ich muss auch einen regulären Beruf eingehen. Die meisten da sind ja Pensionisten, die da dabei sind. Ganz wenige, die da im Berufsleben drinnen sind. Die haben schon eine Pflicht in der Arbeitswelt erfüllt da. Die dürfen die Pension genießen. Aber vielleicht kann man mal so einen Medienkanal wie mir auch finanziell unterstützen. Und wer es sich wegen der Teuerung nicht leisten kann, kann ich auch gut verstehen. Gab es vielleicht noch mal einen anderen Tipp? Zum Beispiel, ja, das Liken meiner Videos auf Facebook ist ja gut und schön. Wichtiger wäre es auf YouTube. Weil auf Facebook in der Blase etwas zu liken, das bringt sich gar nichts. Der Algorithmus auf YouTube muss erkennen, dass meine Beiträge gern gesehen werden. Da werden sie auch anders da forciert von YouTube aus auch. Und nicht nur das, da sehen auch Neueinsteiger, die auf meinen Kanal finden, ja, dass der anscheinend gute Arbeit leistet, weil da ein Haufen Däumchen nach oben sind. Und ich sprich da jetzt von den Däumchen nach oben auf dem YouTube-Kanal, nicht auf Facebook. Ja, vielleicht wäre es einmal auch gut, wenn ihr ein bisschen mehr kommentieren würdet unter meinen Videos. Und da meine ich auch nicht Facebook, da meine ich auch wieder YouTube. Ich meine, da gibt es solche Rotzen, damit drucke ich das noch wirklich nett aus, die so viel Scheiße unter meinen Videos machen, das was mich schon wirklich grantig und bass macht, ja. Das sieht man dann auch schon ein bisschen an meiner Form, wie ich zurückkommentiere. Vielleicht gebt es einmal ein bisschen eine Schützenhilfe und kommentiert es auch ein bisschen mehr unter meinen Videos. Ihr habt alle einen Facebook-Kanal eröffnet. Also könnt ihr es genauso gut auch einen YouTube-Kanal eröffnen. Das bedeutet nicht, dass ihr dort dann Videos hochladen müsst, aber dann habt ihr die Berechtigung, unter meinen Videos zu kommentieren. Ja? Und das wäre echt wichtig. Und ich sag's einmal so, wenn in den nächsten 2 Wochen sich jetzt nach dieser Ansage, was ich jetzt mache, nichts ändern sollte, dann werde ich meinen alternativen Medienbereich extrem zurückschrauben. Und dann könnt ihr euch nicht nur aufregen, dass die öffentlichen Medien nichts Gescheites bringen, dann habt ihr vielleicht einfach mal auch den Sinn, ja, ergründen können, dass die alternativen Medien auch nichts bringen können und dass es einfach nicht fördert. So viel dazu, gell? Ja, es ist also mal wirklich ein Aufruf von euch, für mich. Ich brauche Equipment, bessere Mikros, bessere Kameras. Ja, vielleicht kann man mich auch monatlich finanzieren, damit ich das hauptberuflich wieder machen kann, wie vor vielen Jahren. Und dann haben wir einen anständigen Salzburger Medienkanal, der mir endlich die Wahrheit berichtet, der dann auch überall mit dabei ist, um dort zu berichten, wo die öffentlichen Medien nicht dabei sind. Und wenn doch, die sind den Dreckziehern unlauter, gell? Okay, so viel mit. Habe jetzt genug geredet, ich schaue jetzt nach vorn und gebe mal auch, dass nichts Schlimmes passiert. Und wenn doch, halte ich die Kamera drauf oder werde gegebenenfalls einschreiten. Bis dann, baba. Jetzt ist die Route schon fast ausgelaufen, zu Ende. Da vorne ist wieder der Mozartplatz. Da wird jetzt dieser Spaziergang, dieser Demonstrative zu Ende sein. Und dann wird der Demostand eröffnet. Wie ich es vorausgesagt habe, es ist wirklich 1:1 wie letzte Woche. Das meine ich jetzt aber nicht im negativen Sinne, ja. Das meine ich jetzt nur damit, dass, wenn ihr es wissen wollt, wie das ausschaut, wenn die da demonstrativ spazieren gehen, dann schaut euch das Video an, den ersten Teil. Oder es war der zweite Teil, glaube ich. Ganz egal, ihr solltet euch eigentlich alle Teile anschauen.
von letzter Woche, schaut euch die jetzt eben an und dann seht ihr, wie das ausschaut, wenn man durch diese Straßen spazieren geht. Wir haben jetzt erkundigt, wie der Demostand ausschauen wird, ob der gleich aufgestellt sein wird wie letzte Woche mit denselben Themen oder neue Themen dazukommen. Dann hat man mir gesagt, ganz gleich wie letzte Woche, was keine Kritik wieder sein sollte, diese Bemerkung, denn die Themen, die waren erstklassig spitze, die kann man ruhig öfters einmal die Leute ins Ohr reinflüstern, denn einmal reicht anscheinend eh nicht, gell? Aber wie gesagt, auch das werde ich heute nicht filmen. Schaut euch einfach an, was ich letzte Woche aufgezeichnet habe, durchgehend. Dann verpasst es eigentlich nichts von dem heutigen Tag. Wie gesagt, ich kann nicht jedes Mal 8 bis 12 Stunden vom Computer hängen und die Sachen zusammenzuschneiden, weil ich bin ein gewissenhafter Medienbetreiber. Sowas muss man sich öfters vor und zurück anschauen. Ich brauche euch meine Arbeit, weiß ich nicht, erklären. Habt ihr keine Ahnung. Das meine ich jetzt auch positiv, seid froh. Da seht ihr jetzt gerade, am See liegt und die letzten Stunden eurer Freiheit genießt. Und danach scheißt es euch eh von oben bis unten an, wenn es soweit ist. Ist ja schon soweit, gell? Aber es begreift es gar nicht. Okay, so viel wieder zu meinen netten, freundlichen, zuvorkommenden, diplomatischen Ausführungen. Ihr kennt es mir ja, gell? Ich nehme kein Blatt vom Mund. Ich kann lieb und nett sein, aber ich kann auch ganz gehörig auf die schauen. Okay. Und somit, falls was Interessantes geben sollte, was letzte Woche nicht passiert ist, schalte ich wieder hinzu. So, der Matthias stellt jetzt die Harfe auf, dann beginnt der Demostand. Ich verlinke euch unten im Video einfach die ganzen Beiträge von der letzten Woche. Dann wisst ihr, wie sowas ausschaut. Es ist heute komplett das gleiche Schema. Denn wie gesagt, ich habe es eh schon erwähnt, ich komme mit meiner Hacken im Medienbereich eh nicht mehr hinterher. Ich muss auch nebenbei andere Jobs machen und so weiter und so fort, gell? Denn alternative Medien werden leider nicht gefördert. Und somit sterben sie noch schneller aus als so manch Demo-Bewegungen. Okay, dann. Sepp hat jetzt eh schon seine Flüstertüte in Anschlag. Ja. Sammelst du ein bisschen Darian? Ja. Darf ich da was Geld? Ja, ich habe zwar schon was überwiesen, aber ich hab das noch über. Voll lieb. Wow. Wenn ich mir was hat, dann gebe ich gerne wieder was her. Ja, soll ich ihm irgendwas besonders ausrichten? Nein, brauchst du nicht. Vielleicht rief ich ihn einmal an. Was wird das sagen? Du tust das selber auf deinem Kanal ein, oder? Wenn, ja. Ich weiß nicht, wir schauen jetzt der derzeitige Stand aus. Geben wir für. Ja, ich habe mich jetzt seit anderthalb Wochen nicht gesehen. Okay. Aber der alte Anwalt, der dürfte jetzt halbwegs gerade sein. Und jetzt geht es halt um den nächsten Anwalt, was er kriegt. Ja. Da ist halt noch, der ist super, der hat damals den Gesundheitsmechaniker vertreten, den hat ja ich am Darin empfohlen gehabt. Ja, super. Und da bin ich sehr zuversichtlich. Aber es könnte einen immer noch auf den Richter auch drauf fahren, ist auch klar. Ja, aber wenn es wieder mal ist, wenn wirklich nur ein wenig was abgeht oder was dann spenden wird. Ja, bei den neuen Anwälten, das ist noch komplett off. Aber der alte war sehr teuer. Ja, habe ich gehört, ja. Ja, der hat sehr viel rausgenommen. Ja, das ist scheinbar reich, jetzt ist nichts mehr. Ja, Wahnsinn. Ja. Das ist er nicht einmal anwesend dann war und alles. Das na gut, dann belassen wir es so, weil vielen ich weiß, danke. Dass es nur wenn ich was abgeht, dann tun. Aber das passt, dass ich dir das gebe. Ja, passt. Okay, ich sage auch danke. Okay, bitte. Ja, das würde ich doch mal sagen, ist ein krönender Abschluss. Ihr seht, Darian sind wieder 20 Euro eingegangen, gell?
Letzte Woche waren es 10 Euro da auf dem Mozartplatz. Also Darian, es gibt noch wirklich tolle Leute, die auch an dich denken. Und somit schließe ich jetzt diese Videofolge ab. Warum wir hier sind. Und freut mich, dass ihr wieder mit dabei wart. Seid nächstes Mal da mit dabei, sodass wir wieder die Tausenden werden. Wir hatten es schon geschafft, 20.000 Menschen in Salzburg demonstrativ zusammen hier einzufinden. Die, was da jetzt eben hinter mir da sind, das sind die, was auch von Anfang an immer mit dabei sind, das ist der Kern. Okay, die Polizei hat just jetzt da in einem Auto in Schotten geparkt, weil damit es keine Hits gehabt werden, gell? Okay. Bis dann. Also dann, bis gleich, hat die Renate gesagt, gell? Also dann, bis gleich. Baba, tschüss. Gut, ich nehme auch zur Kenntnis die Störer hinter mir. Ja, die Friedensabkommen, das Friedensabkommen, das ist zustande gekommen wurde.